Relax, Gaming meine Freunde und willkommen zu einem weiteren Charakter Versus. Diesmal möchten wir Henry Emily und William Afton gegenüberstellen und herausfinden, wer denn der ultimative FNAF-Vater ist. Es werden 7 Kategorien gezählt und in jeder einzelnen halt geguckt, wer halt die Kategorie besser abschneidet. Im Endeffekt zählen wir dann die Punkte zusammen und entscheiden, wer der ultimative FNAF-Vater ist. Unsere erste Kategorie ist Intelligenz. Auch wenn Henry damit angefangen hat, Roboter zu bauen und natürlich der erste so richtige Mechaniker slash Ingenieur war, würde ich persönlich sagen, dass William Afton intelligenter ist als Henry Emily. Natürlich kommen wir direkt von einem Video, das heißt die 10 dümmsten Dinge, die William Afton gemacht hat. Allerdings würde ich trotzdem sagen, dass der deutlich intelligenter war als Henry. Warum würde ich das tatsächlich sagen? Nicht nur hat William Afton ein krasses Untergrundlabor entworfen und die wahrscheinlich bis heute krassesten Animatronics vom technischen Niveau her produziert. Nein, er hat das Ganze gemacht, während er ein alleinerziehender Vater war und ein anderes Business noch aufgebaut hat, halt dieses Rental. Er hat nicht nur dieses ganze Untergrundlabor entworfen, diese ganze Technik gemacht, er hat ein Unternehmen geführt und war ein Vater. Vielleicht kein guter, aber er war halt einer. Dementsprechend muss man einfach sagen, sehr viel Intelligenz, das allein in die Funtime Animatronics reingesteckt werden musste und halt einfach in dieses ganze Untergrundlabor, das ist ziemlich beeindruckend. Natürlich hat Henry auch einfach Gesichtererkennung auf Animatronics gehabt, das war eine sehr krasse Sache. Allerdings hat William Afton auf der anderen Seite auch wieder Revenants entdeckt. Dementsprechend muss man einfach sagen, dass William Afton meiner Meinung nach der intelligentere von den beiden war. Animatronics ist unser nächster Punkt. Wer hat die besseren Animatronics entworfen? Und ja, Leute, Henry Emily hat Toy Chica entworfen. Ich weiß. Aber William Afton hat die technisch krankeren Animatronics entworfen, die auch meiner Meinung nach viel, viel wertvoller sind. Die Animatronics, die Henry Emily entworfen hat, waren alle ultra awesome und ich feiere die extrem und die hatten auch coole technische Features, wie Gesichtserkennung oder auch Maggie, dem einfach auseinandernehmen konnte, zusammenbauen konnte, wieder als Kind. So, als Kind sowas zu machen, ist eigentlich schwierig, aber Henry hat es so hingekriegt, dass diese Animatronic sogar das überlebt. Das ist natürlich technisch sehr, sehr, sehr krass, aber auf der anderen Seite müssen wir halt einfach gucken, dass wir einen William Afton haben, der eine ganze Entführungsmechanik in seine Funtime Animatronics eingebaut hat und besagte Funtime Animatronics so gut entwickelt hat, dass die sogar miteinander verschmelzen können und eins werden. Das ist einfach von dem technischen Level nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Und ich muss auch sagen, dass die Funtime Animatronics jetzt zu denen, die Henry produziert hat, einfach deutlich besser sind. Der nächste Punkt ist Vater sein. Nun, beide haben ihren gesamten Nachwuchs verloren und zumindest hat es Michael bis ins Erwachsenenleben geschafft. Aber, dass Henry seine Tochter verloren hat, ist nicht unbedingt Henrys Schuld. Denn er hat wirklich viel gemacht, um das zu verhindern. Jetzt von der Puppet über Gesichtserkennung von Kriminellen und auch das spezielle Armband, was nur sie hatte. Das alles waren einfach Sicherheitsmechanismen für seine Tochter. Im Endeffekt war es Pech, dass er sie verloren hat und man muss auch einfach sagen, dass die Beziehung von William Afton und seinen Kindern 100% schlechter war als die von Henry und seinen Kindern. Ich meine, wenn wir uns das mal angucken, das eine Kind von William mobbt das andere. Außerdem, wie gesagt, hat er 2 Kinder verloren. So, und das dritte ist dann später auch gestorben, halt Michael, aber das ist auch irgendwo durch seine Hände, durch die Sister Location gestorben. Dementsprechend hat er quasi den ganzen Nachwuchs selber eliminiert. Des Weiteren muss man einfach sagen, hat Henry Sachen gemacht, um seine Tochter zu schützen. William Afton dagegen geht hin mit seiner Tochter, sagt, guck mal, den Animatronic habe ich nach dir gemacht. Das ist super cool, oder? Fasst nie an und interagier nie mit dem. Wieso geht man hin, macht einen Killer-Animatronic und tut ihn in den Augen seiner Tochter dann richtig hochhypen? Aber der dann auch sagen, du darfst den nicht nutzen oder darfst nicht mit dem spielen. Das ist komplett bescheuert. Dementsprechend kriegt Henry hier seinen ersten Punkt und zwar einen sehr verdienten Punkt. Das Ende der Charaktere. Henry hatte in der Story mit dem FNAF 6 Ending ein extrem gutes Ending. Aber ist das cooler als die Endings, die William hatte? Lass uns doch mal gucken. William Afton ist im FNAF 3 verbrannt. Das Ending war jetzt nicht so spektakulär. Dann ist er in FNAF 6 nochmal verbrannt. Das war schon spektakulärer, aber eher wegen Henry und nicht wegen ihm. Und Security Breach zähle ich nicht, weil das wahrscheinlich nicht William ist. Guckt unsere Bewegtheorie hierbei. Dementsprechend muss ich einfach sagen, dass Henrys Ending und seine Rede, die er da am Ende gehalten hat, einfach viel emotionaler und cooler waren in der FNAF-Story, weswegen der auch auf jeden Fall diesen Punkt bekommt. Wenn wir zwei Männer vergleichen, gibt es natürlich neben der Intelligenz auch noch einen Punkt, den die meisten Leute vergleichen und das ist die körperliche Stärke. Und wenn wir mal ehrlich sind, ist das kein guter Vergleich. Ich meine, auf allen Bildern wird William Afton als deutlich größer als Henry angezeigt. Und auch der Fakt, dass der mit einem Springlock-Suit so lange rumlaufen konnte und halt auch Morde begehen konnte, ist einfach irgendwo ein Zeichen davon, dass er körperlich ziemlich stark ist. Dementsprechend glaube ich halt einfach nicht, dass Henry irgendeine Schnitte gegen William Afton hat, der halt einfach ein Killer ist. Auch wenn wir jetzt mal die Springtrap-Form außen vor lassen. Wenn wir außen vor lassen, dass er beinahe unsterblich ist, dann müssen wir einfach sagen, dass in der direkten Stärke Konfrontation
Option Henry Emily auf jeden Fall den kürzeren zieht. Nun haben wir unseren sechsten Punkt und der ist in Gefahr. Welcher dieser Charaktere ist gefährlicher? Okay, wir haben Elfton Springtrap, der ein mehrfacher Mörder ist und sogar nach dem Tod nicht aufgibt und versucht, sein Kind zu ermorden, nachdem er aus einem 30 Jahre alten Safe Room aufgewacht ist. Naja, das heißt, wir wissen, der Typ ist geistig nicht komplett auf der Höhe. Des Weiteren ist er der Ersteller von den absoluten Killer-Animatronics, welches die Funtimes sind. Und wir haben Henry, den Erfinder der Nuff-Animatronics. Und deswegen würde ich sagen, dass der Punkt ganz eindeutig an Henry geht. Okay, das gibt jetzt für einige Leute keinen Sinn, aber lasst es mich kurz erklären. Henry bekommt den Punkt, denn er ist deutlich gefährlicher als William Afton. Warum, fragt ihr? Naja, Henry war ein FNAF 6 in der Lage, sowohl Afton als auch Baby sowie Molten Freddy zu besiegen. Und das mit einer extrem perfiden Falle. Des Weiteren gab es extrem belastende Beweise gegen ihn, die halt Afton gelegt hat, mit den ganzen Leichen in seinen Animatronics. Und ihm ist gelungen, sich daraus zu schlängeln, ohne in den Knast zu landen. Glaubt mir, Leute, wenn ihr in Amerika seid und es werden in eurem Restaurant Kinderleichen in euren Animatronics gefunden und ihr schafft es, da rauszukommen, das zeigt einfach, dass ihr ziemlich fucking gerissen seid. Und des Weiteren muss man einfach sagen, entweder hat er kranke Beziehungen zur Regierung oder er ist der crazyste Hacker. Denn er hat schon damals eine Datenbank gehabt, wo alle Kriminelle da sind, auf die halt die Toy Animatronics zurückgegriffen haben mit ihrer Gesichtserkennung. Wie hat er das gemacht? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er hatte irgendeine Connection zu irgendeinem Typen von der Regierung oder er hat sich da reingehackt. Na, was ich glaube ich bei dem Zeitalter nicht glaube. Das heißt, wir haben einen Typen, der gerichtlich aus extrem kranken Sachen rausgekommen ist, der Verbindung zur Regierung hat und der so intelligent ist, dass er mehrere Animatronics einfangen konnte in einer Pizzeria, die sich dann im Endeffekt in den Backofen verwandelt hat und die zu verbrennen. Des Weiteren ist er skrupellos bösen Menschen gegenüber. Er hat William Afton in diesem Ort verrotten lassen, anstatt irgendjemanden zu Hilfe zu rufen. Und das stellen wir halt gegenüber von William Afton. William Afton ist nicht so gefährlich. William Afton ist ein Mörder, der Leute mit einem Messer umgebracht hat oder stranguliert hat. Und nicht mal wirklich Leute, sondern Kinder. Also Menschen, die physisch schwächer sind. Und das halt fast immer ohne irgendeinen richtig intelligenten Plan vorher auszuarbeiten, außer bei den Funtimes. Dementsprechend ist Henry Emily unglaublich gefährlich, aber wir uns mal so die Fakten betrachten. William Afton, wenn er auf dich zugreift mit einem Messer, er wird langsamer sein als du. Damals so wie heute, weil er war damals auch schon Familienvater erwachsen und ich glaube nicht, dass er irgendwie krank trainiert hat. Außerdem ist er einfach im Endeffekt nur ein Killer. Henry Emily ist ein eiskalter Typ, der extrem gut im Plan ist, der auch sehr gut mit Maschinen umgehen kann, Regierungskontakte hat und wie gesagt aus richtig kranken Gerichtsvollziehungen rauskommt. Das macht ihn einfach extrem gefährlich, meiner Meinung nach. Deswegen bekommt er den Punkt, womit wir tatsächlich schon zum Ende des Videos angelangt sind. Und es steht 3-3. Nun haben wir den letzten Punkt, der das entscheidet. Und dieser Punkt seid ihr. Die Kommentare. Ich möchte, dass ihr in den Kommentaren mir mal reinschreibt, wen ihr für den besseren Nachcharakter handelt. Würdet ihr sagen, William Afton ist besser? Oder seid ihr eher Team Henry Emily? Begründet das gut, schreibt das in die Kommentare und dann gibt es ein Follow-up-Video oder ein Post, wo wir das Ganze dann nochmal finalisieren. In dem Sinne, bleibt respektvoll da unten und respektiert jede Meinung. Wenn jemand sagt, Henry ist besser, ist okay. Wenn jemand William sagt, ist besser, ist okay. Deswegen bleibt respektvoll da unten und haut doch mal ein paar gute Argumente für die Charaktere raus und dann sehen wir uns in einer Woche wieder. In dem Fall, relaxen, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal. Ciao!